Eine Holzscheibe für jede ledige Elzacherin. Wem soll die Schiebe kehren? Gering Manuela! Und! Ja. 48 Stunden vorher. Benny und die anderen haben noch jede Menge Arbeit vor sich. Diesmal ist der Jahrgang 1990 dran. 12 junge Männer sind es an diesem Wochenende. Eine Herausforderung für die Gruppe. Benny ist der Älteste und muss sich als Schiebevater ums Organisieren kümmern. Seit November bereiten die Jungen sich vor. Man trifft sich ja jede Woche in mehr oder weniger einheitlicher Kleidung. Es macht halt unglaublich viel Spaß, wenn man zu 12 an einem Tisch sitzt. Man weiß, man ist was Besonderes. Ja, man macht es einmal im Leben. Noch ist nicht viel zu sehen auf der Wiese, auf der seit Jahrzehnten die Scheiben von den Wehrpflichtigen geschlagen werden. Die Zeit ist knapp, die Arbeit viel. Die Jungen richten sich ein. Sie werden das komplette Wochenende hier verbringen. Nachts muss das Holz bewacht werden, denn die Jugend aus den Nachbardörfern kommt gern zum Überfall. 18, 19 Jahre alt sind die Scheibenschläger. Einige sind berufstätig, andere haben in dieser Woche ihre erste Abi-Prüfung. Mein Gott, muss man sich ja entscheiden, ob man lieber den Brauch will, oder? Das Abitur. Prioritätensache. Ja, genau, sozusagen. Also 50 Kubikmeter Holz brauchen die Jungen für das Feuer. Das ist ungefähr einer von 20 Wegen, die noch hoch müssen. 20? Wenn man in der Halle steht und diesen riesen Holzberg sieht und denkt, ich muss alles nochmal in die Hand nehmen, alles da reinmachen, aufladen, abladen, dann wieder aufbauen, denke ich schon, also Lust habe ich jetzt keine mehr, aber naja. Das kriegt man jetzt noch rum. Ist ein Wochenende. Macht ja Spaß. Lange Nächte, wenig Schlaf, sonst ist es nicht zu schaffen. 2 Tage später, am Sonntagnachmittag, ist das ganze Holz zu einem Turm aufgeschichtet. Da unten werden die Magen bei Liegknochen. Echt? Ja, nur oben drauf gelegen. Vielleicht aber nicht um 4 Pennen, oder? 1200 Scheiben wollen die Jungen heute Abend schlagen. Für die unverheirateten Frauen in Elzach. Mit den Scheiben soll aber auch der Winter vertrieben werden. So richtig schön. Den ich jetzt nicht. Oh, okay. Noch ist Zeit zum Üben am Scheibentisch und zum Ausruhen. Letzte Vorbereitungen zu Hause. Benny darf heute Abend die erste Scheibe schlagen. Peinlich, wenn die daneben geht. Steigt jetzt so ein bisschen die Anspannung bei dir? Noch nicht. In einer Stunde. Es hält sich noch in Grenzen. Aber die wird definitiv noch kommen, die Aufregung. Spätestens dann am Tisch. Ist ja schon ein ganz besonderer Moment. Ja, guckt halt jeder zu. Scheibenschläger Jahrgang 1990. Noch einmal lächeln bitte, dann wird es feierlich. Ja, dich lieben ist allzeit mein Sinn. Ein Lied für die Mutter Gottes und dann muss Benny ran. Wem soll die Schiebe kehren? Die Schiebe soll die Mutter Gottes kehren. First try. Und erleichtert? Ah, ist vorbei. Oh. Ein bisschen jetzt gegen Ende schon, ja. Letzten paar Minuten. Jetzt wird's gemütlich. Scheiben schlagen dürfen nur die Jungs. Also, ja, schiebe mal, zum Wohl, ne? Zum Wohl, ja, wurscht. Die Mädchen des Jahrgangs kümmern sich ganz traditionell um das leibliche Wohl der Zuschauer. Auch für jede von ihnen wird natürlich eine Scheibe geschlagen. Nach und nach arbeiten die Scheibenschläger sich durch die Liste der ledigen Elzacherinnen.
Traubers, Barbara, Susanne. Und wer weiß, mancher schlägt vielleicht ja auch die Scheibe für seine Herzensdame, auf dass sie in diesem Jahr den richtigen finde.